Während einer Demonstration gegen Frankreichs umstrittenes neues Arbeitsrecht ist Wirtschaftsminister Emmanuel Macron mit Eiern beworfen worden. Der Protest war von der kommunistischen Gewerkschaft CGT organisiert worden. Macron gilt als einer der stärksten Unterstützer der neuen Gesetzgebung. Die Demonstranten im Pariser Stadtteil Montreuil riefen Hau ab, als Macron ein Postgebäude betrat, um eine Briefmarke vorzustellen, mit der an die Volksfrontregierung erinnert wird. Die Koalition aus Sozialisten und Kommunisten hatte in den 30er Jahren neue Gesetze zum Schutz der Arbeiter eingeführt. Geht es bei diesem kometenhaften Aufstieg Macrons mit rechten Dingen zu? Zur Beantwortung dieser Frage ist ein Versprecher von Jérôme Fauquet, dem Direktor für öffentliche Meinungsumfragen bei einem marktführenden Meinungsforschungsinstitut, möglicherweise sehr aufschlussreich. Denn er sagte in einer Live-Sendung im französischen Staatsfernsehen France 5 am 28. März: Die Franzosen denken in Abständen. Vor 3 Jahren war Emmanuel Macron völlig unbekannt. Dann haben wir schrittweise die Meinung aufgebaut, oder genauer gesagt hat sich schrittweise aufgebaut, dass er in die Stichwahl kommt oder vielleicht Sieger des Wahlkampfes sein könnte. Fauquet relativierte diesen Ausspruch zwar unmittelbar im gleichen Satz dahingehend, dass sich allgemein die Annahme aufgebaut habe, dass er schaffen könnte, doch bei näherer Betrachtung verdichtet sich der Eindruck, dass es sich nicht nur um einen Versprecher handelte. Denn nüchtern betrachtet sind die in den Umfragen veröffentlichten Zustimmungsquoten für Macron doch eher unrealistisch. Macron ist kein Mitglied der etablierten Parteien, kann somit nicht auf eine große Zahl von Stammwählern zurückgreifen. Und in seiner kurzen Zeit als Wirtschaftsminister stand er tendenziell für unpopuläre Maßnahmen, wie der Ausweitung der Sonntagsarbeit, was ihn sicherlich nicht zum Volksliebling machte. Daher stellt sich angesichts Fauquets Versprecher die berechtigte Frage, ob die aktuelle Euphoriewelle um Macron nicht künstlich erzeugt wurde. Hierzu lohnt sich ein genauerer Blick in Macrons Biografie. Macron war vor seinem Einstieg in die Politik bei der Rothschild Investmentbank in Paris tätig und stieg dort in Kürze vom Analyst zum Partner auf. Ab 2012 war Macron wirtschaftlicher Berater von Präsident Hollande und nahm in dieser Funktion 2014 auch an der Bilderberg-Konferenz teil, einem Ort, wo im Hintergrund und an der Öffentlichkeit vorbei politische und wirtschaftliche Absprachen getroffen werden. Kurz darauf wurde er zum Wirtschaftsminister ernannt. Sowohl als Berater des Präsidenten als auch als Wirtschaftsminister hat Macron stets die Nähe der großen Konzerne gesucht. So bezeichnete ihn einst der Chef der France Telekom als unseren Mann beim Präsidenten. Im Gegensatz zu seinen schärfsten Gegnern wie Le Pen, die für eine Volksabstimmung über den EU-Austritt plädiert, oder Fillon, der sich seit langem für eine Aufhebung der Russland-Sanktionen stark macht, liegt Macron mit seinem wirtschafts- und EU-freundlichen Programm ganz auf der Linie global vernetzter Konzerne und Banken. Aufgrund dieser Hintergründe kommt man nicht umhin, davon auszugehen, dass Macron der Wunschkandidat von Hochfinanz und Wirtschaft ist.